Max Häfner im Auto auf dem Weg durch den Neckarpark. Vorbei an der Mercedes-Benz Arena, vorbei an der Porsche Arena und natürlich der Scharena. Dass er in diesen großen Hallen spielen kann, davon hat er als kleiner Junge schon geträumt. Seit Sommer darf er diesen Traum leben. Von der vierten ging es für den 21-Jährigen direkt in die stärkste Liga der Welt. Ja, ist auf jeden Fall ein recht großer Schritt, eine große Veränderung. Das Trainingspensum ist extrem hoch oder deutlich höher als in Gmünd. Es wird viel detailgetreuer gearbeitet, alles etwas härter, schneller. Von dem her war es schon eine Umstellung, aber ich bin bisher recht zufrieden. Bin froh über die vielen Einsatzzeiten, die ich bekommen habe, und mit dem hätte ich vor, das ist aber ehrlich gesagt nicht so gerechnet. Langsam sollte der Schwäbisch-Gmünder von Cheftrainer Markus Bauer aufgebaut werden. Doch die Verletzten-Situation ließ es nicht anders zu. Max hat schon einiges an Spielzeit bekommen, musste zuletzt mit dem TVB aber auch einige Rückschläge verkraften. Wie am Sonntag die Niederlage beim Abstiegskonkurrenten Lübbecke. Jetzt muss schleunigst ein Sieg her, spätestens am 25. Februar beim vorletzten Ludwigshafen. Vielleicht aber auch schon am Donnerstag um 19 Uhr in der Scharena gegen den dritten Hannover. Kein Team kennt Max besser, schließlich ist sein Bruder Kai dort absoluter Leistungsträger. Es wird auf jeden Fall sehr schwierig. Hannover spielt eine super Saison, die haben qualitativ eine sehr hochwertige Mannschaft, funktionieren im Team auch dieses Jahr sehr hervorragend und spielen eine sehr, sehr gute Saison. Das wird natürlich ein sehr, sehr schwieriges Spiel für uns, aber wie gesagt, wir hauen alles rein und letztes Jahr hat es auch geklappt und von dem her hoffen wir oder geben unser Bestes und dass wir dann was Zählbares mitnehmen. Die Bruderliebe ruht am Donnerstag für 60 Minuten. Danach drückt auch der Europameister von 2016 Kai seinem Ex-Club und seinem Bruder die Daumen für den Klassenerhalt. Max für seinen Teil ist zuversichtlich. Ja, in der Hinrunde haben wir gegen manche Teams gezeigt, dass wir es sogar gegen Mölzungen in Göppingen super Leistungen abgerufen haben und dort zwei Punkte geholt haben. Jetzt, wo wir wieder den kompletten Kader zur Verfügung haben, bin ich zuversichtlich. Wir haben alles in der eigenen Hand, das ist auch sehr wichtig. Spielen noch daheim gegen Hüttenberg in Friesenheim. Also wir können auf jeden Fall es aus eigener Kraft schaffen, das ist sehr wichtig und das macht mich zuversichtlich. Bleibt zu hoffen, dass Max und der TVB das Top-Team aus Hannover am Donnerstagabend in der Scharena in die Schranken weisen kann. Dann wäre der Weg Richtung Klassenerhalt auf jeden Fall schon deutlich freier.